8. August 2021, Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. Heute ist es soweit. Nach einer Pause von einem Jahr und 10 Monaten ist das österreichische Herren-Nationalteam erstmals wieder im Einsatz. Gegnerin Wien ist auf der Ravelinstraße ab 15 Uhr Serbien. Das Ganze gibt's auch im Livestream zu sehen. Worum geht's da? Das ist ein Spiel im Rahmen der schon sehr lang andauernden American Football EM und der Sieger qualifiziert sich für ein Spiel um Platz 5. Nachdem das Ganze jetzt schon 2 Jahre lang andauert, habe ich ein bisschen die Übersicht verloren, obwohl ich schon sehr lange im Football dabei bin, wer da eigentlich mitmacht, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß, Österreich hat gegen die Schweiz gewonnen, danach aber gegen Italien verloren, damit waren unsere Medaillenchancen mal dahin. Aber wer ist sonst dabei und wer spielt sonst mit und wer spielt um eigentlich die Medaillen dann? Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Spielplänen, Gruppenplänen, Ergebnissen, Tabellen und bin da nicht fündig geworden. Habe dann beim AFB nachgefragt, gibt es das irgendwo dargestellt, was bei dieser EM passiert, ja schon seit 2019 im Laufen ist, da fing es an mit der Gruppenphase, jetzt sollte dann die K.O.-Phase kommen, keine Antwort bekommen, dann habe ich bei der IFAF nachgefragt, ob sie vielleicht irgendwas haben, außer der einen Webseite, weil sie haben auf ihrer Webseite ja European Championships, die schauen so aus, das ist in dem Fall ausgedruckt ein weißes Blatt Papier, das ist eine leere Seite, das ist die American Football EM dargestellt beim internationalen Verband, habe ich auch keine Antwort bekommen von der IFAF. Dann habe ich den IFAF-Präsidenten gefragt, Richard McLean. Der wollte dann von mir, dass ich ihn unterstütze bei seiner Wahl zum Gemeindewurstel in Halifax irgendwo, die er gerade bestreitet, der ist Politiker. Was da mit einer American Football EM in Europa ist, da ist er, weiß er genaueres nichts. Und da stehen wir jetzt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie komme ich jetzt zu Informationen und habe dann die einzelnen Nationalverbandseiten aufgesucht. Der FPÖ hat mir am 5. August gesagt, wenn man das gewinnt, spielt man gegen den Sieger von Dänemark gegen Großbritannien, die in der anderen, im anderen Spiel, Kreuzspiel dieser Trostrunde sind. Und das einzig Blöde daran ist, ich habe dann auch die Seite des englischen Verbandes, des britischen Verbandes aufgesucht. Der hat 6 Wochen vorher schon, und zwar am Ende Juni gesagt, dass er dieses Spiel gegen Dänemark nicht bestreiten wird können. Die Restriktionen im Land führen dazu, dass sie nicht trainieren können. Sie haben kein Nationalteam und können daher auch nicht gegen Dänemark antreten. Tja, das heißt, man wird, wenn, dann gegen Dänemark antreten, weil ich nehme mal stark an, weiß es aber nicht, dass die Briten das Spiel verloren haben. Wenn das so ist, dann habe ich einmal alle Twitter-Accounts und alle Facebook-Seiten und alle Webseiten aller Verbände in Europa, die da mitmachen hätten können, durchforstet und bin auf Interessantes draufgekommen. Es ist nämlich sehr viel abgesagt worden und insgesamt sind es 8 Spiele, die jetzt nicht mehr stattfinden können. Das letzte Spiel, das stattgefunden hat, vor heuer, waren ja die Gruppenspiele am Ende des Jahres 2019. Da gab es ja noch kein Corona. Dann hätte es Anfang 2020 weitergehen sollen. Das ist dann halt aus bekannten Gründen nicht mehr gegangen. Und jetzt hätte es dann weitergehen sollen mit einer Trostrunde, wo auch Österreich dabei ist und das Spiel Österreich gegen Serbien. Das findet heute statt. Nicht stattfindet das Spiel, die anderen Trostrundenspiele, die da wären. Das ist jetzt einmal aufgeschrieben. Tschechien gegen Russland. Wobei der Schweizer Verband die Hoffnung hat, weil der würde dann gegen den Sieger spielen, dass die das nachholen können im September. Also das, was sie im Sommer jetzt nicht spielen können aufgrund von Corona, spielen sie im Herbst. Weiß ich nichts Genaues. Sowie Schweiz gegen Niederlande, auch das ist abgesagt worden. Und dann auch noch natürlich das Spiel Großbritannien gegen Dänemark. Und infolgedessen alle weiteren Spiele, Platzierungsspiele, die um Platz 5, Platz 7, Platz 9 und Platz 11, auch die finden nicht statt, glaube ich, den ganzen Publikationen der Nationalverbände. Kurzfristig abgesagt werden musste gestern sogar das Halbfinale, das eine Italien gegen Frankreich. Auch das hat nicht stattfinden können. Jetzt fehlt dann Schweden tatsächlich der Finalgegner, weil Schweden hat spielen können gestern und hat 22:14 gegen Finnland gewonnen. Also Schweden wäre jetzt ein Finalteilnehmer. Es fehlt nur der zweite Finalist, weil das zweite Halbfinale konnte nicht stattfinden, weil die Franzosen Covid-Fälle in ihrer Nationalmannschaft haben und deswegen nicht nach Italien reisen konnte. So, insgesamt haben acht Spiele nicht stattgefunden. Was davon nachgeholt werden kann, ist unbekannt. Es kann mir weder der Weltverband noch der Europaverband noch irgendein Nationalverband momentan sagen. Und ob Österreich jetzt sozusagen heute vielleicht sogar das letzte Spiel spielt im Rahmen dieser Europameisterschaft, ist durchaus möglich, wenn danach nichts mehr passieren sollte. Ich bin dann gespannt, ob dann Medaillen überhaupt vergeben werden und Platzierungen oder ob man einfach diese Sache abhakt.
Supermarkt und das ist jetzt während Corona passiert und wir schauen, dass wir es das nächste Mal zusammenbekommen. Aber da muss man, glaube ich, sehr viel Arbeit rein investieren, denn vor allem die Briten und auch die Franzosen, ja, ich frage mich, wo Frankreich eigentlich das Nationalteam her hat. Frankreich hat 2020 die Meisterschaft abgebrochen, ganz am Beginn in der dritten Runde aufgrund von Corona, hat diese Meisterschaft nicht mehr anfangen können danach. 2021 ist es gar nicht so weit gekommen, die haben nie mehr wieder begonnen und haben jetzt ein Nationalteam. Das heißt, die haben 2 Jahre lang kein einziges nationales Meisterschaftsspiel bestritten, sollen aber jetzt aber mit Nationalteam spielen. Dieselbe Situation haben wir in Großbritannien und ähnliche Situationen in anderen Ländern. Also ich weiß jetzt nicht, ob so einfach eine Football-EM der Nationalteams von der Hand gehen wird in Zukunft, wenn wir die Situation in Europa haben, dass die Clubmannschaften einfach nicht spielen können. Wir erinnern uns, die CFL hat zuerst einmal groß begonnen von dem, was sie glaubt hat, was passieren ist. Und das ist immer kleiner geworden. Am Schluss konnte auch Tonon nicht mitspielen und verschiedene andere Mannschaften, Russen konnten nicht mitspielen. Und dann hat man es noch geschafft, so ein kleines, aber feines Programm am Ende zu spielen. Und das ist es. Da stehen wir in Europa. Wir haben eine EM ohne Webseite, eine EM ohne öffentlich dargestellter Spielpläne und Tabellen. Eine EM, die auf den Webpräsenzen der Verbände gar nicht wirklich stattfindet, die irgendwo in E-Mails sich ausgemacht wird. Hast du am Samstag Zeit? Nein, Samstag nicht. Hast Sonntag einen Platz frei? Ja, Sonntag habe ich einen Platz frei. Na, dann kommen wir am Sonntag. So läuft die EM. Und da darf man dann auch den Medien und allen anderen nicht böse sein, wenn es dann oft heißt, warum hat der Fußball so viel Aufmerksamkeit? Das ist ja Wahnsinn, wir sind im Fußball ja x-facher Junioren, Europameister. Leute, wir stehen hier in Europa mit dem Sport komplett an, aber komplett. Was die Clubmeisterschaften anbelangt, genauso wie die Herren Europameisterschaft, ich weiß nicht, ob es heuer noch einen Europameister geben wird und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die nächste Europameisterschaft unter ähnlichen Bedingungen, wie sie mal stattgefunden hat, stattfinden kann. Und wenn ich ähnliche spreche, dann finde ich, dass die beste Nation in Europa mit dabei sein muss, nämlich Deutschland. Die hatte bei den letzten Europameisterschaften gefehlt. Trotzdem haben wir es nicht gewonnen. War dann einmal Frankreich. Aber dann sollte Deutschland beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ja, und wer heuer Europameister wird, wie gesagt, die weiß es nicht. Im Clubbewerb schaut es auch nicht viel besser aus. Ich habe die Woche etliche Gespräche geführt, unter anderem mit dem deutschen Verbandspräsidenten Robert Huber, mit seiner Nemesis, dem Gegenpart von Restart 21, Alexander Sperber. Waren recht interessante Gespräche, werde jetzt nicht verraten, warum es da drin gegangen ist, weil ich keine Interviews mit denen geführt habe. Ich wollte einfach nur ein Gefühl kriegen, wo wir in Europa stehen, wo Deutschland auch steht und die Situation ist, wie man sich vorstellen kann, schwierig. Und wird sich herausstellen, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren tut. Restart 21 möchte ja diesen Vorstand ablösen. Ob das jetzt in der Kürze 21 gelingt, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht gibt's dann irgendwann einmal Wahlen und dann kann man ja schauen, ob man ein besseres Team zusammen hat, als das Robert Huber und seine Leute momentan bilden. Aber was ja Österreich gemacht hat, gemeinsam mit dem AfD oder der FPÖ, hat sich auf diese bilaterale Lösung zweijähriger Spiele gegeneinander fixiert. Und ich nehme mal stark an, diese zweijährigen Spiele finden auch deswegen statt, weil man unter Umständen schon die Befürchtung hat, dass das mit Europameisterschaften schwierig wird, mit Weltmeisterschaften sehe ich gar nicht so schnell mehr kommen, dass man zumindest das Nationalteamprogramm auf hohem Level, wenn die zwei Mannschaften gegeneinander spielen, halten kann und vielleicht hat man ja zwischendurch dann eine EM, die wieder an einem Ort stattfindet oder wieder so eine dezentralisierte, aber bitte, bitte baut eine Webseite dazu, denn das Zusammensuchen, wer da wann, wie, wo gespielt hat und wer wo steht und wer da Erster, Zweiter und Dritter geworden ist in diesen Gruppen, ist ein Wahnsinn eigentlich und dass man da keine ordentliche Darstellung nach außen hin hat, finde ich zumindest merkwürdig, wenig skandalös. So, Clubbewerbe, wenn man gerade mal über die Deutschen, da schaut es auch nicht gut aus. Die Zeit wäre reif gewesen, dass sich vielleicht der Amateurfootball in Europa auch aufgrund des Vorhandenseins der European League of Football, die ja sich auf die Fahne geschrieben hat, eine Profiliga sein zu wollen, auf die Beine stellt und eventuell eine richtig gute europäische Amateurfootballliga aufstellt. Und es scheitert, das sage ich ungern, an den Vereinen in Deutschland. Die sagen, ja, würden wir schon, wenn wir daheim spielen können, nicht weit vor müssen, wenig Spiele haben und so weiter und so fort. Das haben wir aber schon. Das Ganze heißt CFL und damit sind wir schon gut bedient. Das müssen wir nicht neu erfinden, das ist eh schon da. Wenn man das größer machen will, müsste man ein Commitment unter den ganzen Teams haben in Deutschland, Österreich und auch in Italien, Frankreich eventuell, falls die irgendwann einmal wieder zum Spielen anfangen und natürlich den Calander Broncos, dass man das machen will, vielleicht mit Hin- und Rückrunde, also richtig einmal
sechs, sieben, vielleicht sogar acht internationale Spiele in einem Jahr bestreitet, dann hätte man ein richtig gutes Produkt in der Hand. So überlässt man das Feld einmal der European League of Football. Und ich glaube auch in dem Glauben ein bisschen, dass das vielleicht eh nicht funktionieren wird, aufgrund der doch recht überschaubaren TV-Zahlen. Jetzt hat man die Hoffnung, dass das eine Stichflamme nur ist. Die Hoffnung würde ich jetzt nicht so als Argument von mich hertragen, dass ich mich darauf verlassen würde, dass das nicht passiert, weil ein zweites Jahr wird das in jedem Fall im TV laufen, zumindest hat das der Sender angekündigt. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt das, was in Europa dann passieren wird. Relativ wenig. Ich gehe davon aus, dass die CFL nächstes Jahr wieder laufen wird und mit einem ähnlichen Teilnehmerfeld. Und vielleicht gibt es ja zwischendurch wirklich die ein oder andere Franchise noch aus Österreich in dieser European League of Football. Keine Ahnung, wie weit da die Gespräche gedehnt sind oder wie weit man die ablehnt oder wie weit man selber es vorhat, es zu tun. Was nicht passieren wird auf jeden Fall, ist in Europa ein American Football Club Turnier auf Amateurbasis in einem größeren Rahmen. Das wurde sozusagen in Deutschland nicht gewollt, um es so zu sagen. Ja. Soweit so gut, das sind keine guten Nachrichten, ich weiß, aber es ist so. Ich weiß, dass der österreichische Verband gerne hätte, dass ich sage, diese Football-AM ist total super und in Europa läuft alles super. Es ist halt leider Gottes anders und Corona hat uns ordentlich einmal reingegrätscht. Das war eine Blutgrätsche. Habe aber die Befürchtung, dass es bei den einen oder anderen jetzt auch ein bisschen als Ausrede dient, denn ich sage jetzt mal, es gibt einen Haufen Nationen, eben wie Großbritannien, die sehr footballmüde sind, die spielen einmal ein bisschen, spielen dann wieder nicht, aber das ist jetzt kein Sport, der irgendwo bei den Briten einmal so richtig angekommen ist. Und auch in Spanien lodert es so ein bisschen dahin, die haben jetzt einen Teilnehmer in der European League of Football, aber die Liga ist nie so richtig in Fahrt gekommen. Wenn schon dann Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, da hat das recht gut funktioniert, ein bisschen in Skandinavien, wobei die dänische Liga und die schwedische Liga, die heuer gespielt haben, sind auch Mikroligen gewesen. Also vier waren es, glaube ich, in Dänemark und wenn man nicht alles täuscht, in Schweden auch nicht viel mehr. Das ist es halt, was man momentan hat in Europa und da kann man nur hoffen, dass sich das übers Jahr dann verbessert und ich hoffe auch, dass das Unterhaus spielen kann und wir jetzt nicht eine vierte Welle bekommen, dass die wieder keine Zuschauer haben, weil das wäre tödlich. Das Unterhaus spielt rein jetzt in die Saison der NFL. Die NFL beginnt schon in Bälde. Das war nämlich bereits der 26. Sonntag von 30 ohne NFL, das heißt 26 down. Four to go.